So, weiter geht's jetzt mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ja, finde befrei. Okay, wir finden befrei den Typen. Gut, dann machen wir als nächstes die Nummer. Okay, da müssen wir nicht hin. Du kannst mich mal am Arsch legen. Wo müssen wir denn da überhaupt jetzt hin? Steinbruch-Dilemma, okay. Wo müssen wir? Ist das die Geschichte hier? Ja, dann mach halt. Ich kotze mich an dieses Stick. Ja, du kannst ruhig weiter nach links gehen. Nee, das ja, ich gehe. Ich verschwinde wieder. So, wo gehen wir mal dahin? Ich hoffe, dass ich jetzt richtig bin überhaupt. Ist das die Geschichte? Ja, dann wird es heute definitiv noch nicht in der Session. Wir werden noch ein bisschen was tun müssen. Schau mal hier, wer ist das? Sonst hat niemand überlebt. Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Aeneas? Gefangen. Wenn er auf Paros ist, wo wäre er genau? Sie sprachen davon, ihn oben auf dem Steinbruch anzuketten, damit ihm die Sonne die Starrköpfigkeit austreibt. Warum töten Sie ihn nicht? Sie benutzen ihn als Druckmittel. Sie wissen, dass er Phönix wichtig ist. Klar. Ich kläre das. Lass sie büßen. Aber, hallo. Oh nein. Warum sterben? Was machen Sachen? So. Die befestigten Marmorsteinbruch. So, mal gucken, ob wir die Nummer jetzt angehen dann. Also erstmal müssen wir da hin. Erstmal müssen wir da hin. Okay, 5 Schätze. Da ist Aeneas. Er sieht gar nicht gut aus. Also erstmal sollten wir tatsächlich mal anfangen hier die. Okay. Ja, ich kann mich jetzt nicht jeden Tag übernehmen. Flammo werden wir uns noch beschäftigen. Die Götter sind ein zäher Hund, mein Freund. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir!
Kann der klettern? Ja. Der Plan ist nämlich einfach oben wegzugehen. Nicht geschossen, komm raus da. Ich fahr schon. So runter jetzt oder? Ach, der findet hier einen Weg, okay. Also. So, sprich mit ihm. Hab Dank, Söldnerin. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Du lebst. Du hast genug getan. Ich agiere von nun an von Naxos aus. Gute Idee. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. So, das war die Geschichte. So, dann geht's weiter mit der nächsten Quest. Ich guck gerade, wo wir so haben. Genau, Tod und Chaos. Das werden wir definitiv in der nächsten. Kannst du mal jetzt bitte da bleiben, wo du bist? Genau, okay. Jetzt bin ich raus, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit Tod und Chaos. Das wird die letzte Folge werden dieser Aufnahmesession. Jetzt war jetzt die vorletzte. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns wieder morgen 12 Uhr.